Ja, grüß euch Nachhard, willkommen zurück zu Deponia. Jetzt spielen wir den Bums mal durch. Ich glaube nicht, dass wir es durchspielen, aber wir sind schon recht weit. Machen wir weiter, Leute. So, was haben wir alles? Hebel 1, 2, 3. Die Goal ist am Grunzen, oder? Was, die hat das ganze Spiel verpennt. Ist euch das eigentlich schon mal aufgefallen? Verlobter ist nicht so ein Teufelskerl. So, da kann ich. Was, Sardellenautomat? Fisch des Tages, bitte. Ich hätte vielleicht den Tag dazu sagen sollen. So, haben wir wieder ein Item. Das ist immer schön, wenn das Inventory geleert wird. Ich weiß immer nicht, was ich mit dem ganzen Bums, der da drin ist, machen soll. So, vielleicht kann ich sie damit wecken, weil das so stinkt. Goal, bestimmt nicht. Sorgen um dich. Du musst dringend was essen. Oh Mann, ich könnte selbst ganz gut ein bisschen vertragen. Nö, ist es doch. Nee, ist es nicht. Ah, schon besser. Dafür war der Fisch jetzt da. Achso, ich krieg noch einen, okay. So. Regal, das ist zugesperrt. Hey! Was denn? Hey. Ein Stecker? Och nö. Stöppeln wir das mal ein. So einfach kann es. Wo ist eingesteckt? Zuckerwattemaschine. Die Maschine hat wohl keine Ohren und keine Augen. Sonst wüsste sie, wer vor ihr steht. Ich glaube, man muss einen Stock hineinhalten. Ach so, ich habe einen Stock. Was bringt mir die Zuckerwatte? Egal. Was bringen die Hebel? Jetzt spielen wir mal an den Hebeln rum. Die Schalter verstellen die Lichter. Da 3 und auf der anderen Seite 1. Okay. Upsi. Aha. 1 aus, 2 an. Ich komme der Sache näher. 1 aus, 2 an. Was? 3 und 3? 6, oder? Hat mir die Hebel abgebrochen. Kann ich da das Ding hinkleben? Ja, den zweiten kann ich jetzt gar nicht mehr bedienen. Was ist das hier? Ein Kaugummiautomat? What the fuck? Wo bin ich denn da eigentlich? Ein Kaugummi, aber sofort. So, Kaugummi, den werden wir auch mal essen, glaube ich. Vielleicht brauche ich. Den kann ich bestimmt irgendwas kleben dann damit. Ich kann ihn nicht essen. Kann ihn auch nicht dahin machen. Was ist das hier eigentlich? Ah, noch ein Hebel. Maschine, mach mir hieraus eine neue Geschmacksrichtung. Ich hasse Geräte, die nur machen, wofür sie gebaut wurden. Kaugummi kann nie genug Zucker. Ich habe das mit Tonis Zahn. Kaugummi, diese. Kann ich hier eigentlich ganz weggehen? Oh Gott, kann ich. Oh nö. Das ist schon wieder alles viel zu viel. Das ist der Eingang zum Candy Shop. Als Dad mich verließ, habe ich hier eine Woche lang gewohnt. Oder war es eine Stunde? Die Zeit vergeht so langsam, wenn man überzuckert ist. Zur Bahnhofshalle geht's auch noch. Okay, wir spielen den Bums heute doch nicht durch, Leute. Das wird euch bestimmt überraschen, aber... In der Nische ist eine Halterung für ein... Drumherum sind Spiegel, um das Licht zu... Das kann nur eins... Okay, wo kriege ich eine... Eins oder null? Wo kriegen wir jetzt eine Fackel? Auch da geht's auch noch lang. Ein Schnabeltier. Tonne mit Wasser. Tümpel. Ich muss immer erstmal eine Hupe. Kurbel. Kranhebel. Du Scheiße, was kannst du denn hier alles machen, hä? Hupe. Ich spare mir meine telekinetischen. Komm ich nicht hin? Komm ich auch nicht hin? Ich spare. Komm ich auch nicht hin? Ich muss. Da komme ich auch nicht hin. Okay, hier kann ich, glaube ich, erstmal nichts machen. Dann gehen wir mal zur Bushalle. Der Bahnhofshalle. Da ist auch wieder so ein Mosaik. Und da auch. In der Nische ist drumherum. Halterung für eine Fackel. Oder null. Und hier auch verdreckte Mosaikscheibe. Die muss ich dann erstmal putzen, nehme ich an. Ich glaube, es gibt ein spezielles Werkzeug gegen Dreck. Zumindest meinte Toni mal irgend so. Lampe schaut auch komisch aus. Das einzige Licht. Kann ich da auch reingehen? Da kann ich nicht reingehen. Und hier geht's auch noch weiter. Aber da kann ich nicht, oder? Doch. Oi, da! Öltankkappe. Klappe. Ich kenne keine Öle dabei. Kontrollen. R.
U, F, das war's nicht. Das vielleicht. R, U, ach, das hatte ich ja schon. Was könnte es denn sonst sein? Zur Plattform. Verdammt, funktioniert der... Okay. Halt! Da war auch noch eine Klappe, vielleicht ist da irgendwas drin. Der Putzschrank. Aha, ein Wischmopp. Da können wir jetzt die Scheibe putzen. Seife haben wir auch am Start und ein Eimerchen. So, wo wir Wasser herbekommen, wissen wir ja, gell? Hier gibt's Wasser. Okay, dann tun wir noch Seife ins Wasser. Schaumig. Ja, schaumig soll das auch sein. Dann im Wischmopp noch dazu. Und jetzt haben wir einen Wischmopp mit Seifenwasser. Dann können wir jetzt die Scheibe putzen. Dass ich das tue. Ich hoffe, die Geschichtsschreiber sparen diesen Teil aus. Oh, kaputt gegangen. Mist. Der Wischmopp ist zerbrochen. Na, so ein Jammer aber auch. Okay, das kann ich hier auch aufmachen. Vielleicht ist da die Fackel drin. Natürlich nicht. In der Nische drumherum, das kann... Oder null. Was haben wir jetzt bekommen? Mob und eine Mobstange. Jo, hat jetzt nicht so viel gebracht, gell? Anderes Mal. Das mit den Lampen verstehe ich nicht so ganz. Ach, da... Was macht der Zuckerwatte? Wenn ich das umstelle... Was macht er jetzt? Auf Calzone. Calzone. Und nochmal... Jetzt steht er auf Phosphor. Phosphor. Hier steht der Umfang des zu wattenden. Des zu wattenden. Okay, dann muss ich nochmal einen Fisch essen. Ah, okay. Jetzt habe ich wieder einen Stock. Jetzt machen wir das Ding nicht mit dem Phosphor. Des zu wattenden. Wer hat den denn eingestellt? Hä? Ach, mit dem Stecken geht das nicht. Ach, das ist die Mobstange. Bin ja ein Idiot. So, jetzt haben wir Phosphorzuckerwatte. Ah, hier liegt was. Eine Mosaikscheibe. Wo fehlt denn die? Hier. Loch. Da fehlt ein Stück. Da fehlt ein Stück Scheibe. Na, dann tut es doch darin, ne? Das Teil sieht aber nicht aus wie das, was fehlt. Der Stein hält nicht. Und nun? Da war auch klar, gell? Mit Kaugummi. Der Kaugummi klebt noch nicht. Er ist zu trocken. Ist zu trocken. Ich heb mir den Rest lieber für später auf. Viel später. Okay, Kaugummi mit dem Mosaik verbinden. Und eine Bappen. Ich brauche mehr Licht. Ach komm jetzt, Junge. Kieselsteine. Mann, was bringt ein Kieselstein? Kann ich da die Lampe irgendwie, dass die hier rüber schwingt? Blödsinn, was ist mit mir los? Wieso? Das geht ja niemals. Das Geschoss habe ich. Fehlt nur noch die Schusswaffe. Geht es niemals, geht es. Jetzt habe ich eine Idee. Phosphor leuchtet doch, wenn man das... Das kann man doch so aufladen. Das ist doch das auch, was auf so... Diese Sterne, wo man an die Decke klebt und so. Das ist doch auch mit Phosphor, oder? Probier mal, Schmach. Ah, geht sogar. Hey, mein epischer Mönchschor ist zurück. Ich dachte, ich hätte ihn am Kran gelassen. Es ist leuchtet. Leuchtende Phosphorzuckerwatte. Ist das jetzt eine Fackel? Aha, jetzt können wir das Mosaik reinkleben. Hier hat jemand was draufgekritzelt. Das muss das Passwort für den Lift sein. Immerhin steht es direkt über der Darstellung der Fahrstuhluhr. Genau da, wo ein Stück im Mosaik fehlt. Ja, das hab ich doch. Und jetzt ist Fingerspitzengefühl. Achso. Hier sind ja noch... Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Problem. Das habe ich im Nu zusammengepuzzelt. Boah, sag mir bitte, dass ich die nicht drehen kann. Hä? Was soll das jetzt? Was? Ist doch nicht normal, oder? Das ist doch nicht normal. Was soll das? Wieso drehen die sich so? Was soll das? Da stimmt doch was nicht. Dann gehen wir da nochmal raus. Ach, jetzt geht's. Ich dachte mir doch, da stimmt doch was nicht.
Okay. Nein, ich kann das drehen. Oh mein Gott. Das war so klar. Ja, wieso tut er das dann da nicht hin? Ah, ach so, da ist ja auch dieser Strich. Okay. Ah, okay. Jetzt stecke ich das. Dann gehört der dahin. Der gehört dahin. Der gehört da drunter. Puzzeln kann er, der Hausi. Puzzeln kann er. Wenn er auch sonst nichts kann, puzzeln kann er. Ah. Der hier. Der hier. Ja, genau. Oder? Der hier. So. Der hier. Ja, das würde gehen. Ja. Da gehört dann so ein gelber rein. Der hier. Der gehört hier hin. Der gehört dahin. Der gehört hier runter. Jetzt haben wir das doch. Und wie es flutscht. Fehlt aber ein Stück. So. Hä? Warum passt das denn nicht? Ich muss wahrscheinlich einfach nur fester drücken. Rein, geh rein! Verdammtes Ding, du sollst... Ah. Und was ist jetzt mit dem Fahrstuhlcode? Juhu. Damit. Aber das war doch so beabsichtigt, oder? Die Scherbe ist jetzt endgültig im Eimer. Aber der Kaugummi sieht noch gut aus. Uff. Allerdings auch nicht besser als vorher. Okay. Die anderen Teile kann ich nicht hochheben. Sicherungskasten. Ah. Taschenlampe. Das System rebootet? Das Codewort für den Lift wurde zurückgesetzt. Hier kommt das Neue. Rufus. Irgendwas Cooles. R-U-F-U-S. Ja, großartig. Kann ich mit dem Lift fahren, oder? R-U-F-U. Hey, was soll das denn? Was? Das Wort ist Rufus. Ich habe es selbst eingestellt. Oder bin ich jetzt blöd? Geht doch. So weit, so gut. Jetzt heißt es warten. Hm? Auf was? Was ist das für ein Geräusch? Was ist das da oben? Ist das Elysium? Was hat das zu bedeuten? Bin ich in eine Falle getappt? Oder arbeitet Cletus etwa mit dem Organon zusammen? Ich sollte mir das besser mal aus der Nähe angucken. Ah, das da oben ist echt Elysium. Ich war noch nie so nah dran. Ist ja hübsch. Da würde ich auch hoch wollen. Hebel. Sind wir mal an den Hebel? Flagge, die nehmen wir mit. Und sonst... hier, glaube ich. Ah, Schnörkel. Was mit dem Schnörkel? Ach, den kann ich mitnehmen. Ich könnte mir dann... aus dem Schnörkel und der Stange einen Greifhaken bauen. Na, dann mach das doch. Kein schlechter Einfall. Aber ich warte mal damit, bis ich so etwas wirklich brauche. Dem Kaugummi? Tödliche Schuss... Ah, eine Zwille. Munition, check. Check. Okay, jetzt haben wir eine Steinschleuder. Keine Ahnung, was wir damit machen. Die Lampe mal runterschießen. Also bei der Lampe hat er ja irgendwie gesagt, dass er was zum Schießen braucht. Oh, oh. Boah, die Zwille ich ja so kaputt, Junge. Das sind doch dieselben Organons, die Goal bedroht haben. Vielleicht haben sie diesen Cletus geschnappt. Dachte ich mir gleich, dass das ein Schlappschwanz ist. Was mache ich denn jetzt? Am besten, ich halte mich erst einmal im Verborgenen und genau. Rausfinde. Schieß mal die Lampe kaputt, dann können die mich nicht sehen. Hey, bleib hier. Sicher, dass dieser Rufus naiv genug ist, ihre Verlobte hierher zu bringen? Absolut. Er ist eine egoistische, raffgierige Ratte. Der Ausblick, nach Elysium zu kommen, wird ihn herlocken.
Raffgierige Ratte? Das ist doch... Ich verstehe gar nicht, warum Ihnen diese Frau überhaupt so wichtig ist, Cletus. So wie ich das sehe, ist sie nur ein unkalkulierbarer Risikofaktor für unser gemeinsames Unternehmen. Glauben Sie mir, nach all dem, was sie sich geleistet hat, würde ich sie am liebsten auch auf Deponia zurücklassen. Aber um nach Elysium zurückzukehren, brauche ich nun einmal die Aufstiegscodes. Und die sind leider an ihrem Gehirnimplantat gespeichert. Ohne Goal keine Aufstiegscodes. Und ohne Aufstiegscodes kein Unternehmen. Das gefällt mir nicht. Ulysses wird uns beide exekutieren, wenn er herausfindet, dass es sich bei ihrer Begleitung um... Psst, da kommt er. Röhrenamtmann, machen Sie Meldung. Noch keine Spur von dem Deponianer, Herr Oberkontrollrat. Worauf warten Sie da noch? Suchen Sie weiter. Selbst über diese Drohne ist der Gestank kaum aushaltbar. Es wird Zeit, dass wir unseren Plan in die Tat umsetzen. Sehr wohl, Herr Oberkontrollrat. Machen wir uns an die Arbeit. Je schneller wir das Ganze hinter uns haben, desto besser. Ganz meine Meinung. Ich werde mal auf der Plattform nachschauen, ob dieser Rufus schon da ist. Also halten Sie sich im Hintergrund. Wir dürfen nicht riskieren, dass diese Ratte ihren Schwanz einkneift, bevor wir die Aufstiegscodes in Händen halten. Oh, oh. Moment mal, dieser Cletus sieht ja genauso aus wie ich. Nee. Hat doch genau die gleiche Stimme wie du. Was hat das nur zu bedeuten? Außerdem hat mir das Gespräch überhaupt nicht gefallen. Ich habe nicht alles verstanden, aber die haben doch was vor. Und keinesfalls kann ich zulassen, dass Goal dem Organon in die Hände fällt. Zuerst werde ich mir allerdings diesen Cletus vorknüpfen. Gnade ihm Schrott, wenn er vorhat, mich zu hintergehen. Hm. Also ich will jetzt mal schauen, ob man die Lampe da kaputt schießen kann. Ich glaube nämlich schon. Danke. Alle Mann auf Gefechtsstation! Nur die Ruhe, Argus. Wir sind hier auf einem Müllplaneten. Mich überrascht eher, dass die Lampe nicht schon viel früher explodiert ist. Genau wie es dieser ganze Planet endlich tun sollte. Und jetzt bitte weitermachen. Okay. Kann ich davon was aufheben? Lampenschirm, jo. Geht nicht. Er liegt Zeit für einen Zeit für einen weiteren Geniestreich. Kann ich noch mehr Kieselsteine? Ne. Die Stange ist lang genug, aber ich brauche etwas, um den Schirm zu mir herzuziehen. Da muss ein Kaugummi dran. Wo ist denn ein Kaugummi hin? Haken. Okay, was bringt mir der Lampenschirm jetzt? Also ich kann jetzt hier eh nicht vorbeigehen. Das heißt, ich muss zum Fahrstuhl. Woher weiß denn der das Kennwort? Soll ich den jetzt zur Rede stellen? Oh. Cletus, Rufus, endlich stehe ich dir gegenüber. Irrtum, ich stehe dir gegenüber. Von wegen, ich stehe dir mindestens 3 Schritte mehr gegenüber. Glaub das ruhig, Bürschchen. Aber genug der Unhöflichkeiten. Wo ist Goal? An einem sicheren Ort. Na, das ist ja perfekt, du Genie. Du bist das Genie. Wir hatten einen Deal. Du bringst mir Goal und ich nehme dich mit nach Elysium. Ohne Goal kein Deal. Also, was ist jetzt? Der Deal steht also noch. Was ist das für eine Vereinbarung zwischen dir und dem Organon? Warum siehst du mir so ähnlich? Ich gehe und hole Goal. Warum siehst du mir so ähnlich? Irrtum, du siehst mir ähnlich. Gar nicht. Du siehst mir viel ähnlicher als ich dir. Nur, dass ich nicht so hässlich bin. Du bist sogar noch viel hässlicher. Hast du in letzter Zeit mal in den Spiegel geschaut? Das ist sogar meine Lieblingsbeschäftigung. Wie bei mir. Was für eine Vereinbarung ist das zwischen dir und dem Organon? Tja, warum sollte ich es dir eigentlich nicht erzählen? Deponia wird gesprengt. Was? Ach ja, ich hatte vergessen, dass ich mit einem Höhlenmenschen rede. Deponia. Boom. Boom? Ja, boom. Der ganze stinkende Misthaufen. Und Elysium weiß davon? Von der Sprengung? Na klar, wir haben sie bereits vor Jahrzehnten in Auftrag gegeben. Was dachtest du denn, was die Organ uns den ganzen Tag so treiben? Ihre mechanischen Bärte entfusseln? Und
Was wird aus den Deponianern? Physikalisch betrachtet wohl hauptsächlich Energie. Theologisch gesehen sagen wir einfach, für einen Stern am Abendhimmel wird's wohl kaum reichen. Wow, das ist echt starker Tobak. Um ehrlich zu sein, gingen wir davon aus, dass Deponia unbewohnt ist. Immerhin wurde die Oberfläche damals für unbewohnbar erklärt. Aber ausgerechnet jetzt, da die Sprengung unmittelbar bevorsteht, kamen Gerüchte auf. Auf Deponia soll es noch Menschen geben, hieß es da. Darum haben die Ältesten einen Inspektor ernannt, um sich selbst ein Bild von der Lage zu machen. Und jetzt rate mal, wer dieser Inspektor ist. Kletas. Ich bin es, du Troglodyt. Verstehe. Was ich hingegen nicht verstehe, mal abgesehen von der Bedeutung des Wortes Troglodyt, warum hat der Organon nichts von der deponianischen Bevölkerung erzählt? Ulysses Leute müssen doch wissen, dass wir hier leben. Immerhin terrorisiert uns der Organon seit Jahren. Sie erheben Zölle, sie blockieren Handelsrouten und sie klauen Babys im Nordquadranten. Was allerdings auch nur ein Gerücht sein könnte. Ulysses hatte seine Gründe, uns im Unklaren zu lassen. Aber nun kennst du die Wahrheit. Ja, ich weiß alles. Okay, das heißt dann ja, dass Deponia nicht gesprengt wird, richtig? Nein, falsch. Ulysses hat mir alles erklärt. Und wir haben eine Vereinbarung getroffen. In meinem Bericht an die Ältesten wird stehen, dass der Planet nach wie vor unbewohnt ist. Deponia wird also trotzdem gesprengt. Hast du etwa Probleme damit? Ich meine, was interessiert es dich? Immerhin wirst du sicher auf Elysium sein, wenn es passiert. Du willst doch noch nach Elysium, oder? Ja, schon, aber... Ja, ich lasse das nicht zu, mein Freund. Zulassen. Tja, dann haben wir auch keinen Deal. Schade. Es hätte dir sicher gefallen, auf Elysium. Lass mich nur kurz dem Organon Bescheid sagen und... Nein, warte doch. Ich habe ja noch gar nicht ausgeredet. Das werde ich auf keinen Fall zulassen, würde jetzt bestimmt jemand sagen, der an Deponia hängt. Ich hingegen... Ich meine, mir ist es egal. Aber Goal wird das nicht gefallen? Tja, da hast du nicht ganz unrecht. Goal hat sich als unberechenbarer Risikofaktor erwiesen. Aber dafür ist vorgesorgt. Was ist das? Das ist eine Bewusstseinsdatasette. Genauer gesagt, ein Backup von Goals Bewusstseinsspeicher. Das wusste ich. Goals gesamter Charakter ist darauf gespeichert. Inklusive aller Erinnerungen. Und zwar vor dem Punkt, an dem sie einen Blick auf Deponia und seine Bewohner warf. Sie wird nie erfahren, was hier auf Deponia vorgefallen ist. Darf ich auch mal? Finger weg! Das ist kein Spielzeug. Aber es funkelt. Ja, ich sag ihm jetzt, dass ich da auch dafür bin. Dann verhindere ich es. Ach ja? Wie sehr denn? Ich habe etwas Besseres verdient. Das bezweifle ich stark. Hier gibt es nur Müll. Anwesende eingeschlossen. Hier leben nur Idioten. Und du bist der lebende Beweis dafür. Keiner. Es stinkt. Na und? Das tut dein Deo auch. Mein was? Sagen wir einfach, ich hasse diesen Ort. Ich weiß nicht. Er scheint zu dir zu passen. Bitte was? Weißt du eigentlich, wie das ist, jeden Morgen im Müll aufzuwachen? Zwischen Essensresten und Schmutzwäsche, die Spüle leckt. Das Klo läuft über, der Kühlschrank ist leer und das Wasser riecht, als hätte es sich seit Monaten nicht gewaschen. Und dann dieses ewige, Rufus, mach den Abwasch, geh arbeiten, räum mal auf. Checkt mal was, der ganze Planet besteht aus Müll. Wir laufen auf Müll, wir essen Müll. Ihr wollt, dass ich den Arsch hochbekomme? Ihr könnt meinen Arsch von hinten bewundern. Ich gehe dahin, wo Potenzial kein Düngemittel ist, das man auf Kohlbeeten verteilt. Alter, komm klar. Müll denn bestenfalls erreichen? Scheiß Bürgermeister von Scheißhausen werden? Der Job, für den sich selbst der feine Herr Drückeberger zu schade war? Ohne mich. Hörst du, Paps? Ohne mich. Und weißt du noch was? Ich hoffe, du bist über einer Jauchegrube abgestürzt. Ich wink dir zu, wenn ich dich auf dem Weg nach Elysium überhole. Guck mal, wer ist denn jetzt der kleine Dreckspatz? Kommt einiges hoch. Wer ist denn jetzt der Dreckspatz? Donnerwetter. Du scheinst Deponia tatsächlich zu hassen. Mhm. Mein Vater, wir sind Brüder. Da bin ich mir ganz sicher. Plot Twist.
So, hör auf mir nachzuplappern. Ich gehe und hole Gold. Der Deal steht also noch. Der Deal steht also noch. Nur wenn du deinen Teil der Abmachung einhältst. Oder du dein Ladies first. Warum sollte ich dir trauen? Warum sollte ich dir trauen? Ich hab zuerst gefragt. Ja gut, ich glaube, alles, was ich da jetzt rede, läuft letzten Endes auf. Ich gehe und hole Goal raus. Also sagen wir das jetzt? Ich gehe und hole Goal. Na endlich. Und beenden damit diese Folge. Und nächste Folge spielen wir das ganz sicher durch. Verlasst euch drauf, Leute. Ich verspreche es euch. Bis dahin eine schöne Zeit. Remember me for centuries.